Gender. Also, das weiß man nicht mal, was man dazu sagen soll. So ein Blödsinn. Als Mann und Frau schuf er sie. Nicht als Mann und Mann oder Frau und Frau. Er hat nicht zwei Adams gemacht, nicht zwei Evas. Als Mann und Frau, da können die noch Kopf stehen. Ich glaube, in Hannover sind sie so blödsinnig geworden, die Stadt. Sie sagen, viel vereinfachen. Frau und Mann wird in einer gleichen Art, und so, wie geht es jetzt mit den WCs draußen? Also blöder geht es nicht mehr. Denn wenn ich das, ich habe das mal angehört, ich habe das studiert, gerade von Hannover, das ist ja so kompliziert, das ist ja 7-mal komplizierter, als wenn man sagt Mann und Frau oder Frau und Mann. Es ist so ein Blödsinn, warum hat denn Gott? Wir können ja keine Kinder mehr kriegen, oder? Und das ist ja die Bedulling, das ist ja das, was man ja will, dass es keine Kinder mehr gibt, dass man die Moslem reinbringen kann. Denn die sind, es gibt auch unter Moslem charakterlich gute Menschen, aber der größte Teil ist fanatisch in ihrem Glauben von Allah, bei dem es kein, bei dem Jesus nicht Gott ist, sondern nur ein Prophet. Und der Papst geht vor denen auf die beide Knie und küsst die Füße. Wie mein Gott. Naja, jetzt könnten wir darauf, an diesem so furchtbaren Blödsinn, können wir selber bald irre werden. Wenn wir nicht Gott hätten. Es geht nicht mehr so lange. Ich meine, wenn ich das sage, bei Gott ist natürlich, eine Sekunde kann das 100 Jahre sein. Das sind andere, wie sage ich dem immer wieder, Dimensionen. Hochzeit. Du darfst erst in die Kirche, wenn du es standesamtlich gemacht hast. Also, lieber Gott, du hast zurückzustehen. Wir sind die Politik. Wir sagen und dann von mir aus können. Denn sie kümmern sich ja nicht, ob du nachher in die Kirche gehst oder nicht. Also, sie sind wichtig. Nein. Gott zuerst und dann der Mensch. Und so ist so vieles in der Politik, wo die Leute sich gewohnt sind, dass es einfach so mal ist, wo total nicht so ist, wie Gott es wünscht. Noch wünscht er es. Aber es kommt bald der Moment, da fordert er es. Der hat das Recht. Wir leben ja nur, weil wir seinen Hauch in uns haben, den Heiligen Geist. Deshalb leben wir. Jeder Augenaufschlag, hast du immer gezählt am Tag, wie man das so macht, mit den Augen. Gott weiß aber, kannst zählen. Hast du schon mal deine Haare gezählt, wie viel du auf dem Kopf hast? Oder hattest du? Ja, aber er weiß es. Hat er nicht selber gesagt, es fällt kein Haar von einem Haupt, von dem Gott nicht weiß. Und dann kommt also ein Früchtchen von einem Politiker und sagt, ja, das ist Religion sei eine Privatsache. Ja, sag es mal dem lieben Gott selber.
vergesst nie, dass ihr vor ihm stehen werdet. Dann gibt es keine Hölle. Ja, das würden sie sich wünschen, ja. Aber in der Bibel steht mehrfach, wo Gott davon spricht, der Heiland selber. Da wird Heulen und Zähneknirschen sein. Und am Schluss treten alle vor dem Richter. Jesus wird richten. Die Guten wird er nach rechts nehmen, heißt, und die Nicht-Guten nach links. Denn rechts sagt er, lobte sie, dass sie für ihn da waren. Denn links sagt, weichet dir Verfluchten in das ewige Feuer, das Satan sein Gefolge bereitet ist.